jetzt darf ich Ihnen Herrn Dr. Jörg Boche vorstellen. Er ist Generalbevollmächtigter der Volkswagen AG und Leiter der Konzern Treasury. Er hat in München studiert und in Washington promoviert und hat unsere heutigen Themen eben von verschiedenen Seiten kennengelernt, denn er hat ja lange Jahre in der Finanzindustrie gearbeitet, unter anderem bei der WestLB, bei Goldman Sachs, bei der Commerzbank, bei der Deutschen Bank und zuletzt dann als Leiter Portfolio Management bei der R&V Versicherungsgruppe, bevor er 2008 zur Volkswagen AG ging. Er kann also das Thema des heutigen Tages sowohl aus Sicht der Finanzindustrie als auch aus Sicht der Industrie beleuchten und das Thema seines Vortrags lautet: Wie finden wir eine neue Balance zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft? Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Herr Heimann, für die nette Vorstellung. Zunächst einmal möchte ich sagen, es ist natürlich eine große Ehre für mich und auch für Volkswagen, glaube ich, dass wir hier heute in gewisser Weise stellvertretend für die Realwirtschaft oder als Beispiel für die Realwirtschaft dienen dürfen. Die Realwirtschaft, das wissen wir natürlich alle, besteht aus einer riesengroßen Anzahl einzelner Unternehmen, die alle ihre eigenen Geschäftsmodelle haben, die alle ihre eigenen Strategien optimieren und natürlich vollkommen unabhängig voneinander agieren. Wenn wir jetzt das Thema die Balance zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft betrachten, dann haben wir natürlich nochmal den nächsten Sektor, nämlich die Finanzwirtschaft, hier mit am Tisch, der natürlich dieser Sektor ebenso aus einer riesigen Anzahl von Unternehmen und Einzelstrategien, einzelnen Geschäftsmodellen und so weiter besteht. Wenn wir dann uns die Frage stellen, wie stellt sich da eine Balance ein zwischen diesen beiden großen Sektoren, dann kann ich das natürlich hier und heute nicht wirklich abbilden, diese Komplexität der Interaktion zwischen großen Unternehmen, großen Banken, kleinen Unternehmen, kleinen Banken. Insofern bitte ich schon jetzt um Verständnis dafür, dass der Ausschnitt, den Sie von mir hören werden, natürlich der Ausschnitt ist, den wir aus Sicht von Volkswagen, also eines deutschen Mitglieds der Großindustrie, wenn man das so sagen darf, auf den globalen Kapitalmarkt hat. Das ist natürlich nicht repräsentativ für die gesamte globale Industrie und ihre Intersektion mit der Finanzwirtschaft. Ich werde das Thema folgendermaßen diskutieren. Erstmal die Risiken oder Herausforderungen der Realwirtschaft, so wie wir sie erleben, so wie wir sie sehen, wie wir sie verstehen, kurz andiskutieren, dann den Wandel in der Finanzwirtschaft, so wie er sich aus unserer Sicht, unserem Erleben darstellt, kurz skizzieren und dann Ihnen aufzeigen, wie wir im Volkswagen-Konzern mit unserer Finanzierungspolitik, die ja letztendlich den Nexus zwischen uns und der Finanzwirtschaft definiert, wie wir den managen, was wir da für Strategien einsetzen und von welchen Kennzahlen und von welchen grundsätzlichen Überlegungen wir uns da leiten lassen. Fangen wir an mit den Herausforderungen der Realwirtschaft. Zum einen ist es ja völlig banal und vollkommen offensichtlich, dass die Realwirtschaft konjunkturellen Risiken unterliegt. Was ist da für uns relevant? Für uns der relevanteste Indikator für die konjunkturellen Risiken der Realwirtschaft, der Weltwirtschaft, ist der IFO World Economic Survey. Da gibt es so eine wunderschöne Subkategorie, das ist die Lage. Da werden große Unternehmen weltweit befragt, wie sie sich gerade fühlen. Wir werden auch befragt. Und da wird noch der Ausblick gefragt, aber der ist aus meiner Sicht weniger interessant als die eigentliche momentane Lage. Das ist für uns ein sehr, sehr guter Ad-hoc-Indikator zur Bestimmung, wo steht die Weltwirtschaft gerade. Jetzt sehen Sie hier die gestrichelte Linie und das ist ein aus dieser Lage, aus diesem Lageindex von IFO konstruierter Normindex,
den wir so zusammengestellt haben, dass wir die letzten 30 Jahre genommen haben und mal den Durchschnitt gebildet haben. Und hier beispielsweise sehen Sie abgetragen, wie sich dieser Normindex, wenn wir ihn dann in die Zukunft projizieren, verhält. Und was da interessant ist für uns, ist zu sehen, nach der Rezession 2009, als wir 2010 dann rausgekommen sind, wie sollte die Weltwirtschaft eigentlich von der Lage, so wie sie abgebildet wird, in diesem Index laufen. Das ist der Normzyklus. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie es tatsächlich gekommen ist. Das heißt, man sieht hier, wir hatten am Anfang gleich nach der Rezession einen ziemlich gewaltigen Schub. Der kam natürlich daher, dass die Wirtschaftspolitiker und die Geldpolitiker weltweit sehr stark Gas gegeben haben, um aus der Rezession rauszukommen. Und wir hatten dann hinterher ein Zurückfallen, als dieser Impuls wegging und als wir wieder in eine impulslose Wirtschaft gefallen sind, wo sich die Staaten dann wieder auf die Defizite konzentrieren mussten. Und wir hatten dann dieses Absacken. Dieses Absacken, ich nenne das immer, das ist eigentlich das Rogoff-Reinhardt-Gap, das wir hier gesehen haben. Diejenigen unter Ihnen, die das Buch kennen, es wurde heute ja schon mal angesprochen, kennen auch die Argumentation. Das heißt also, nach einer Balance-Sheet-Rezession dauert es immer eine Weile, bis die Wirtschaft von sich aus wieder in Gang kommt, wenn der wirtschaftspolitische Impuls weg ist. Das war für uns durchaus ein Problem, weil es letztendlich dazu geführt hat, dass die Weltwirtschaft über einige Jahre in einer Substandard-Performance verharrt ist und viele Leute natürlich das Risiko gesehen haben, dass wir da in eine Art Double-Dip zurückfallen. Also konjunkturelle Risiken folgendermaßen abgebildet. Dann gibt es in der Weltwirtschaft, und nur die ist natürlich für die Großindustrie relevant, auch das Risiko der Verteilung des Wachstums. Das heißt, wir haben nach der Krise im Grunde genommen alle auf die BRIC-Staaten geschaut und haben mit großer Freude zur Kenntnis genommen, dass uns die BRIC-Staaten im Wesentlichen erstmal rausgehauen haben aus der ganzen Geschichte. Wir haben das Wachstum gesehen in China, wir haben Brasilien gehabt, wir hatten auch Wachstum in Indien beispielsweise und konnten dann sozusagen das, was uns an Wachstum gefehlt hat in den entwickelten Ländern, kompensieren dadurch, dass wir Marktstrategien entwickelt haben, die letztendlich darauf beruhten, dass wir das Wachstum da uns holen, wo es eben stattfindet. Auch dieser Mechanismus unterliegt natürlich einer Zyklizität, wie wir jetzt gerade feststellen. Hier habe ich mal die Währungen einiger der Wachstumsländer aufgeführt. Wir wissen alle, letztendlich Anlass war die Bernanke-Rede im Mai letzten Jahres, die dann zu Kapitalabflüssen geführt hat aus diesen Ländern. Dann hatten wir parallel dazu noch eine relativ schwache Rohstoffpreisentwicklung und Strukturprobleme. Und jetzt müssen die Länder darauf reagieren, müssen die Zinsen hochsetzen. Dadurch werden die Finanzierungskonditionen schlechter. Das sehen wir schon seit einiger Zeit. Nachfrage fällt, diese Märkte fallen auch. Ich zeige Ihnen das auf dem nächsten Slide. Hier nochmal, was das bedeutet für die Automobilwirtschaft. Die Wachstumsraten in den Märkten der BRIC-Länder, die für viele von uns sozusagen der Rettungsanker waren, sind deutlich zurückgegangen. Und wir gehen auch davon aus, dass sie weiterhin noch zurückgehen werden. Das heißt, um das mal an dieser Stelle zusammenzufassen, wir haben zum einen die aus der früheren Zeit bekannten normalen konjunkturellen Risiken. Wir haben die Verteilungsrisiken des Wachstums in der Weltwirtschaft. Und das sieht man auch nochmal sehr krass, wenn man sich hier den europäischen Markt anschaut. Das ist jetzt der Automobilmarkt in Europa. Der ist in den letzten Jahren auf einem Niveau angekommen, das wir zuletzt vor 20 Jahren gesehen haben. Das heißt, wir hatten zwischen den einzelnen Sektoren, regionalen Sektoren in der Weltwirtschaft in den letzten Jahren ein gewaltiges Hin und Her. Und jetzt geht es
schwappt es gerade wieder zurück in die entwickelten Länder, weil da sich jetzt im europäischen Markt so eine gewisse Renaissance, sage ich mal, breit macht, wohingegen andere BRIC-Märkte etwas schwächer performen. Das ist der Background Noise, sage ich jetzt mal, mit dem Sie als ein sich globalisierendes Unternehmen permanent rechnen müssen und den Sie irgendwie managen müssen, und das erfordert schon eine große Menge an Flexibilität. Dazu kommt aber noch, dass die technologischen Herausforderungen in den letzten Jahren enorm gestiegen sind. Wenn ich jetzt aus Sicht der Automobilindustrie das Ganze betrachte, dann wird die Automobilindustrie, die eigentlich immer eine Mid-to-Low-Tech-Industrie war oder zumindest eine etablierte Technologie hatte, in den nächsten Jahren von einem technologischen Umschwung erfasst und muss diesen technologischen Umschwung bewältigen. Hier am Beispiel von VW, das gilt für alle Marken natürlich im Konzern, eine Hybridisierung, eine Elektrifizierung praktisch der kompletten Flotte, dann eben sehr, sehr starke Investitionen in alternative Drivetrains, also beispielsweise hier auch gezeigt komprimiertes Natural Gas, aber dann auch regional angepasst Ethanol beispielsweise in Brasilien. Das heißt, ein sehr, sehr starker global zu managender, global regional auch anzupassender technologischer Wandel, der im Grunde genommen vor dem Hintergrund der gerade diskutierten konjunkturellen Wachstumsunsicherheiten stattfindet. Das bedeutet natürlich logischerweise auch, dass eine Menge investiert werden muss, und dazu komme ich gleich. Schwenken wir jetzt mal rüber zum Bereich der Finanzwirtschaft. Wie stellt sich die Finanzwirtschaft einem globalen Industrieunternehmen wie dem Volkswagen-Konzern dar? Als ich Anfang der 90er Jahre die Universität verlassen habe, hat mein Professor damals gesagt, du musst dir drei Sachen merken in Bezug auf die Finanzwirtschaft: Deregulierung, Internationalisierung und Disintermediation. Und er hatte damit recht, im Grunde genommen bis zum Lehman-Schock. Seit dem Lehman-Schock, denke ich, hat sich an dieser Stelle einiges verändert. Zum einen, die Deregulierung ist gestoppt. Aus der Deregulierung ist eine Re-Regulierung geworden. Also hier ganz klar neue Richtung. Die Internationalisierung, würde ich auch argumentieren, ist praktisch genauso gestoppt worden. Das jüngste Beispiel, das man an dieser Stelle anführen kann, sind die Maßnahmen der Fed gewesen zum Ringfencing im Grunde genommen des amerikanischen Bankenmarktes, wo jetzt auch für europäische Banken verlangt wird oder nicht amerikanische Banken verlangt wird, dass sie eine lokale Holding entsprechend kapitalisieren müssen, genauso wie lokale Banken. Das führt natürlich zu einer Fragmentierung des Marktes. In Europa haben wir die Fragmentierung schon lange. Das heißt, der Internationalisierungstrend im internationalen Bankenmarkt, der ist definitiv gestoppt. Das Einzige, was mit wahrscheinlich sogar beschleunigter Geschwindigkeit weiterläuft, ist das Thema Disintermediation. Man sieht, und ich will jetzt hier nicht übertreiben, das ist vielleicht aus Sicht eines Großunternehmens anders wie aus Sicht eines Mittelständlers, aber man sieht, dass die Banken, Bankbalance-Sheets bei der Finanzierung der Industrie eine immer geringere Rolle spielen. Das heißt, wir sehen diesen Trend seit einigen Jahren. Wir sprechen immer mehr nicht mit den Banken als Prinzipale, die letztendlich dann die Kredite an uns vergeben und auf ihren Banken halten, sondern wenn wir mit den Banken sprechen, sprechen wir mit den Banken als Agents eines globalen Kapitalmarkts, der das Kapital verteilt. Und an dieser Verteilung selber sind die Banken als Risikonehmer immer weniger mit beteiligt. Man sieht im Übrigen auch,
dass das auch zutrifft auf den europäischen Markt. Insbesondere die Länder, beispielsweise Spanien, Italien, die jetzt aus der Krise rauskommen, die Bankensysteme in diesen Ländern sind relativ stark gelähmt, wenn man so will. Und die Unternehmen, die an den Kapitalmarkt kommen, gehen an den Kapitalmarkt. Wir haben eine deutliche Zunahme der Corporate Bond Emissionen in diesen Ländern. Und ich wage die Prognose, dass wir in Europa in eine ähnliche Richtung in Bezug auf die Disintermediation der Unternehmensfinanzierung gehen, wie es USA heute schon ist. Das heißt, es wird immer mehr sozusagen im Kapitalmarkt verbrieft, vergeben und es wird immer weniger Industriefinanzierung auf den Bankbilanzen landen. Was passiert dann eigentlich in diesem globalen Kapitalmarkt? Ich habe darauf selber natürlich auch noch keine richtige, keine fertige Antwort, aber ich kann ein paar Beobachtungen hier mal noch komplett unwissenschaftlich natürlich, zum Besten geben. Also was beobachtet man? Und ich gehe hier auf Zahlen von Credit Suisse, EZB, IWF und einigen Berechnungen, die wir daraus selber gemacht haben. Das private Vermögen, wir hatten es heute Morgen schon gehört, in der globalen Weltwirtschaft ist enorm gewachsen und ist auf einem sehr, sehr hohen Stand. Sie sehen hier jetzt erstmal 101 Billionen Euro. Das sind nur Sachanlagen. Das heißt, das ist sozusagen Equity in einer Frittenbude oder in einem Bauernhof oder ähnliche Dinge. Oder natürlich Vermögensgegenstände, die Leute als Immobilien halten. Das heißt, das ist letztendlich Kapital, das die Leute angesammelt haben und das nicht wirklich bewegbar ist. Wenn man guckt, wie viel an mobilem Kapital global verfügbar ist, nämlich an Bruttofinanzvermögen, dann ist es nochmal derselbe Betrag, sogar ein Stück höher, nämlich 111 Billionen Euro nach den Zahlen von Credit Suisse. Dieses Geld brutto sucht weltweit nach Anlage. Dieses Geld brutto sucht weltweit nach Verzinsung und dieses Geld ist weltweit sehr, sehr mobil. Wenn man das jetzt vergleicht mit den weltweiten Staatsschulden, dann muss man sich eigentlich die Frage stellen, wo ist das Problem eigentlich? Weltweite Staatsschulden sind gerade mal 44 Billionen. Im Vergleich jetzt allein zu dem Bruttofinanzanlagevermögen ist das ja kein besonders großer Betrag. Wenn man sich das weltweite BIP im Vergleich dazu anschaut, ist es genau die Hälfte. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr großen Pool an Kapital zur Verfügung, der nach rentierlicher Anlage sucht. Also meine Conclusio erstmal ist, es gibt keine Kapitalknappheit. Kapitalknappheit wird ja in den klassischen Modellen immer vorausgesetzt und beschrieben. Daraus entsteht ja auch der Zins, logischerweise. Ich glaube, erste Beobachtungen gehen in die Richtung, die Kapitalknappheit, die wir heute haben, ist eigentlich keine Kapitalknappheit. Kapital ist im Überfluss vorhanden. Die Knappheit, die wir heutzutage haben, ist die Knappheit an guten Geschäftsmodellen. Kapital besteht und Kapital sucht gute Geschäftsmodelle, in das es investieren kann, um dann die entsprechenden Vermögen in die Zukunft zu projizieren, aus denen dann natürlich Renten und Absicherung in allen möglichen Formen letztendlich dargestellt werden können. Das wird auch weiter wachsen. Das ist relativ klar, denn das Wachstum gerade in den Emerging Markets dieser Privatvermögen ist noch schneller als in den etablierten Märkten und die Projektionen dafür sind relativ stark. Was bedeutet das? Welcher Teil der Finanzindustrie wird davon profitieren? Meines Erachtens, und es gibt eine jüngste PwC-Studie, die kann ich hier gleich zitieren, wird es natürlich die Fondsindustrie sein.
diese Nachfrage nach rentierlicher Anlage der Sparer bedienen kann. Was bedeutet das wiederum für die Unternehmen? Für die Unternehmen bedeutet das, Unternehmen müssen globalen Investoren und nicht dem Banker um die Ecke, sondern globalen Investoren die Attraktivität ihres Geschäftsmodells permanent klar machen. Wenn sie das hinbekommen, und das gilt nicht nur für Unternehmer, sondern das gilt auch für Staaten, dann haben sie einen sehr, sehr guten Zugang zu Kapital, dann haben sie im Grunde genommen ihr Kapital, ihr Finanzierungsproblem gelöst. Sie müssen aber ein Geschäftsmodell haben. Und an den Stellen, wo wir in letzter Zeit, sei es bei Unternehmen, sei es bei Banken, sei es bei Ländern, Finanzierungsprobleme gesehen haben, kamen die meines Erachtens eigentlich immer aus einer Quelle. Diese Agenten oder diese Geldaufnehmer waren nicht in der Lage, dem Kapitalmarkt ein vernünftiges Geschäftsmodell zu präsentieren. Und dann gibt es natürlich auch kein Geld. Das heißt, das Spiel hat sich verändert. Man redet als Unternehmen heute mit einer relativ anonymen Schar von Geldsammelstellen. Man hat durchaus guten Zugang zu Kapitalmitteln, wenn man die braucht, unter bestimmten Umständen. Und jetzt möchte ich im letzten Teil meines Vortrages kurz skizzieren, wie wir bei Volkswagen uns auf diese Situation einstellen und welche Strategien wir aus dieser Diagnose der Lage ableiten. Erstmal ganz kurz vorausgeschickt, unser Kapitalbedarf ist enorm, und zwar abgeleitet aus dem Thema, das ich vorhin gerade angesprochen habe, nämlich dem technologischen Wandel in unserer Industrie. Hier jetzt die letzte Planungsrunde mal kurz gezeigt. Das sind im Bereich Sachinvestitionen und aktivierte Eigenleistungen oder Entwicklungskosten sind es insgesamt 84 Milliarden. Dann kommen dazu nochmal, die sind hier nicht inkludiert, circa 18 Milliarden in China. Das heißt, wir haben für die Zeit der Planungsrunde 62, 14 bis 18 insgesamt allein für Sachanlagen und Entwicklungskosten einen Kapitalbedarf von über 100 Milliarden Euro. Jetzt, wenn man auf ein Jahr geht, das heißt also, wenn man die Betrachtung über die Zeit verlässt und wenn man runtergeht von der Frage, was braucht ihr als Volkswagen-Konzern für Sachanlagen, wenn man sich überlegt, was braucht man, um den Konzern jedes Jahr zu finanzieren, dann kommen die Sachanlagen gar nicht mal an erster Stelle, sondern an erster Stelle kommt die Refinanzierung existierender Finanzierungen. Die sind natürlich sehr stark getrieben vom Finanzbereich von Volkswagen, das heißt der Volkswagen Financial Services, also unserer Bank. Das sind die Sachanlagen pro Jahr. Das ist also ein relativ kleiner Teil im Vergleich zur Refinanzierung. Und dann kommt obendrauf nochmal sonstige Steuern, Dividenden und so weiter und Wachstum im Konzernbereich. Das heißt, es ist nicht die Refinanzierung, sondern das ist der Erwerb neuer Assets. Insgesamt reden wir bei dieser Zahl, die habe ich jetzt nicht hingeschrieben, über eine Größenordnung von zwischen 60 und 70 Milliarden pro Jahr. Wie wird das Ganze finanziert? Circa 40% davon ist Innenfinanzierung, also Cashflow. Und circa 60% des Ganzen ist Zugang zum Kapitalmarkt. Dieser Zugang zum Kapitalmarkt ist aufgeteilt in ein relativ großes Spektrum an Instrumenten. ABS spielt auch nach der Krise weiterhin eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben nie ein Problem gehabt mit unseren Verbriefungsvehikeln. Wir hatten keinen einzigen Ausfall. Die ganzen Dinger sind komplett ohne jedes Problem durch die Krise durchgelaufen. Entsprechend werden sie natürlich nach wie vor vom Markt sehr gern genommen und sind ein sehr, sehr wichtiges Refinanzierungsvehikel.
Dann Commercial Paper ist eigentlich relativ klar, Privatplatzierungen. Da sieht man schon, wie fragmentiert auch der internationale Kapitalmarkt ist, weil da kommt es wirklich aus allen Ecken und Enden. Und dann große Anleihen und Equity-Linked Hybrid-Transaktionen im globalen Kapitalmarkt. Der Punkt ist der, wir brauchen diesen Zugang zum globalen Kapitalmarkt immer. Das ist für uns keine Geschichte, wo wir sagen können, naja, wenn wir mal billig Geld irgendwo kriegen können, dann nehmen wir es mit, sondern das ist im Grunde genommen unsere Hauptschlagader. Da kommt das Kapital permanent her. Wie sichert man das ab? Erstmal ist natürlich das wichtigste Instrument, um diesen Kapitalbedarf abzusichern und diesen Zugang zum Kapitalmarkt abzusichern, das Rating. Das Rating muss relativ stabil bleiben und abgeleitet von der Stabilität des Ratings sozusagen als Imperativ müssen wir dann eben schauen, wie wir Innen- und Außenfinanzierung gegeneinander ausbalancieren. Die Außenfinanzierung, um das mal kurz zu skizzieren, basiert also letztendlich auf Rating. Das Rating wiederum garantiert uns den Zugang zum Kapitalmarkt und es garantiert uns tragbare Finanzierungskosten. Diese beiden Parameter sind letztendlich lebenswichtig. Worauf wiederum beruht das Rating? Das Rating beruht auf Finanzkennzahlen. Und diese Finanzkennzahlen sind relativ klar definierbar. Es gibt ein paar Bestandsgrößen, gibt ein paar Stromgrößen. Bei den Bestandsgrößen Eigenkapital, Kreditstand, Nettoliquidität, bei den Stromgrößen sind es insbesondere die Ergebnis- und Cashflow-Größen. Und wenn man sich dann anschaut, wie das Ganze in die Rating oder warum das so wichtig ist, dann ist es einfach deswegen so wichtig, weil diese Strom- und Bestandsgrößen unsere Finanzkennzahlen letztendlich die Treiber sind für die Metrics der Ratingagenturen, auf deren Basis die Ratingagenturen dann das Rating bestimmen. Das heißt, man hat im Grunde genommen eine logische Kette vom Kapitalmarkt, Kapitalmarktzugang über Rating direkt hin zu steuerungsrelevanten Kennzahlen. Ich möchte jetzt ganz kurz nochmal zum Abschluss darauf hinweisen oder zeigen an ein paar Beispielen, wie wir diese Kennzahlen entsprechend gesteuert haben, weil wir natürlich permanent Störungen unterliegen. Das heißt, man kann dieses Modell nicht einfach so umsetzen, sondern man wird ja permanent bei der Umsetzung gestört, ja, durch externe Herausforderungen oder eben Schocks. Das haben wir aber relativ gut geschafft. Insbesondere natürlich deswegen, weil die Zentralität dieser Finanzstabilität letztendlich von allen erkannt worden ist im Unternehmen. Und ich möchte hier nochmal ein Beispiel zeigen, Nettoliquidität, die hat sich, das ist ja immer mehr eine zentrale Größe für die Ratingagenturen geworden, die hat sich relativ stabil entwickelt. Wir schauen, dass wir die mindestens bei 10 Milliarden Euro haben. Da muss man mit den Ratingagenturen praktisch jedes Jahr neu verhandeln. Wo seht ihr das? Wo wollt ihr das haben? Und die Ratingagenturen rechnen dann ihre Modelle durch und letztendlich lösen wir alles auf nach dieser Bestandsgröße, nachdem man dann auch sehr gut steuern kann. Wir müssen natürlich auch gewisse andere strategische Ziele betrachten. Also wir haben hier, das wissen Sie ja alle, in den letzten Jahren sehr viele Einkäufe getätigt im Bereich M&A, Scania, Suzuki, Porsche, MAN. Das heißt, diese Strategien werden natürlich auch durch dieses Rating-Imperativ letztendlich beeinflusst und müssen am Ende so ausgesteuert werden, dass da keine Konflikte entstehen. Und um das Ganze dann at the margin sozusagen auszubalancieren, haben wir auch einige Kapitaltransaktionen in den letzten Jahren noch gemacht, damit
wir dann letztendlich da rauskommen, bei der Netto-Liquidität, wo wir rauskommen wollen. Es gibt natürlich bei diesen vielen Spielern im Kapitalmarkt auch unterschiedliche Geschmäcker. Das heißt, wir bieten sozusagen nicht nur Vanilleeis an, sondern bei uns gibt es auch Himbeer- und Brombeer-Flavors. Weil es wird ja oft die Frage gestellt, warum gibt es unterschiedliche Finanzinstrumente? Nein, es gibt einfach deswegen unterschiedliche Finanzinstrumente, weil unterschiedliche Investoren unterschiedliche Risikoertragsprofile nachfragen. Und deswegen haben wir beispielsweise auch anstatt einer direkten Kapitalerhöhung einmal eine Pflichtwandelanleihe gemacht, die letztendlich so etwas ist wie, wir nannten es damals, ein Terminverkauf von Vorzugsaktien mit einem Besserungsschein und die Investoren haben uns den Besserungsschein verkauft und dafür bekamen sie Optionsprämie und das wollten sie haben. Und insofern, das hat zu unserem Profil gepasst und deswegen haben wir ihnen sozusagen statt Vanilleeis an der Stelle Himbeereis gegeben. Ist aber ökonomisch natürlich eine Kapitalerhöhung, sonst gar nichts. Dann gibt es auch noch mal eine Innovation, das ist eigentlich keine wirkliche Innovation, das ist aber im Automobilbereich eine Premiere gewesen, dass man Hybridanleihen begibt, also Anleihen zwischen Eigenkapital und Fremdkapital, die also letztendlich den Senior Bondholder auch schützen, genauso wie in Equity schützt. Auch hierfür gibt es einen großen Markt. Wenn man diese Wertpapiere nicht begeben würde, dann würde man diese Nachfrage schlicht nicht bedienen. Und an der Stelle bekommt man eben dann auch Zugang zu zusätzlichem Kapital, wenn man eben bestimmte Spielarten oder Finanzinnovationen dann einsetzt zur Kapitalbeschaffung. Das heißt, am Ende fließt das Ganze immer in einer Logik zusammen. Es geht darum, die Bestands- und Stromgrößen zu stärken, die notwendig sind, um das Rating zu erhalten. Und es geht darum, Investorengruppen anzusprechen, zu erhalten und letztendlich das Finanzierungsportfolio zu optimieren und zu diversifizieren. Fazit: Die Realwirtschaft ist komplex. Wir sind weiter dabei, die deutsche Industrie, glaube ich, insgesamt, die globale Industrie ist weiter dabei, sich zu globalisieren. Also die Globalisierung ist in der Industrie im Gegensatz zur Finanzwirtschaft meines Erachtens nach wie vor ein intakter Trend. Und daraus ergibt sich natürlich die Notwendigkeit, mit sehr, sehr viel Volatilität umgehen zu können. Zweitens, wir sehen in der Finanzwirtschaft einen starken, weiterlaufenden Trend zur Disintermediation. Drittens, die Finanzpolitik der Industrieunternehmen, der Realwirtschaft muss sich darauf konzentrieren, den permanenten Zugang zum Kapitalmarkt zu sichern und zu optimieren. Und daraus ergibt sich über das Rating eigentlich auch ein Satz von steuerungsrelevanten Finanzkennzahlen, die am Ende des Tages die Strategie im Finanzbereich eines globalen Unternehmens bestimmen. Vielen Dank. Bleiben wir kurz da. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Boche. Also, wenn ich Ihre Rede in einem Satz zusammenfassen soll, dann lautet sie eigentlich, wir brauchen die Banken gar nicht mehr. Oder muss man vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Ja, was mich interessieren würde, wie haben sich denn in der Zeit jetzt im Vergleich zu der Phase gegenüber vor der Finanzkrise so der durchschnittliche Zinssatz entwickelt, zu dem Sie sich refinanzieren können? Oder ist das Betriebsgeheimnis? Also so ganz grob. Naja, gut, also die Zahl kann ich Ihnen natürlich logischerweise nicht nennen, aber der Trend ist gut, der Trend ist nach unten. Ich meine, wie gesagt, Kapital ist nicht knapp, wenn Sie ein vernünftiges Geschäftsmodell haben und dann bekommen Sie es auch zu guten Konditionen. Nun ist VW natürlich ein sehr, sehr großes Unternehmen.
das auch noch sehr gut dasteht. Wie ist das denn mit kleineren Unternehmen? Wir müssen gar nicht ganz runter bis in den Mittelstand, aber ich sage mal Unternehmen, die vielleicht eher so in dem Bereich ein paar hundert Millionen Euro Umsatz liegen. Haben die auch die Chance, sich sozusagen von den Banken zu lösen und die globalen Investoren selber anzusprechen? Ich glaube, die Instrumente werden sich entwickeln, aber die sind natürlich noch nicht so weit. Ja. Insofern an der Ecke, deswegen habe ich es auch am Anfang gesagt, das, was für uns relevant ist, ist nicht für alle relevant. Klar. Man sieht, in den USA gibt es Middle Market Loans, in den USA gibt es einen Corporate Bond Markt, auch einen Junk Bond Markt für kleine Unternehmen. Mhm. Ich glaube, das wird sich auch in Europa weiterentwickeln, aber wir sind noch nicht so weit. Okay. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Herr Dr. Meyer, bitte. Ich probiere es mal ohne Mikrofon. Ich glaube, also zunächst mal vielen Dank für einen sehr informativen und sehr klaren Vortrag. Ich habe da viel gelernt. Ich habe auch bemerkt, dass Volkswagen eine Bank hat. Ja. Und manche Unternehmen haben ja Banken, weil sie Zugang zur dritten Zentralbankkonten wollen, weil sie den Banken nicht mehr so richtig trauen. Ich weiß nicht, was ist die Motivation für Volkswagen, eine eigene Bank zu haben? Also wir brauchen eigentlich den Zugang nicht, der kommt und der, natürlich mit der Bank, und der ist natürlich auch hoch willkommen, und ich will auch nicht verhehlen, dass wir in den dunklen Tagen der Finanzkrise 2008, 2009 froh waren, dass wir den hatten. Strategisch ist das nicht die Intention. Strategisch ist einfach so, dass das Bankgeschäft, das gekoppelt ist an das Verkaufen von Autos, ein momentan sehr robustes, sehr gutes Geschäftsmodell ist. Also man sieht, dass es ist ja kollateralisiertes Lending, das heißt, es ist sehr diszipliniertes Lending. Und die Leute bezahlen ihren Kredit fürs Auto extrem zuverlässig zurück. Das gilt auch für Länder in der europäischen Peripherie. Wir haben eine steigende Penetrationsrate im Finanzierungsgeschäft. Die Leute machen das gerne, weil sie Collateral haben und dann auch eine sehr gute Finanzierung bekommen, also niedrige Zinsen dafür. Insofern steigt dieses Geschäft, es trägt sich sehr, sehr gut, die Margen sind hervorragend und das Balance Sheet weitet sich aus. Es ist also ein sehr gesundes Geschäft, solange man es sozusagen als Pure Play betreibt. Das heißt, solange man nicht rechts und links irgendwie andere Sachen macht, sondern sich wirklich diszipliniert auf das Geschäft konzentriert. Ja, gibt es noch eine weitere Frage? Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Einblick, den Sie uns gegeben haben. Danke. Herzlichen Dank.